seid ihr denn alle? Hallo, Sophie. Und wer versteckt sich da hinter dem Baum? Das ist Hippa. Hallo, Hippa. Und das ist ein Karton. Hallo, Wauwau. Sophie, Hippa, Wauwau und sogar der Zeppelin. Alle sind da. Wollt ihr spielen? Los geht's. Schaut mal, das Maschinenspiel. Was wohl heute aus der Maschine kommt? Wer möchte spielen? Na los, Wauwau. Es ist rechteckig. Was kann das sein? Weißt du vielleicht, was es ist? Nein? Weiter geht's. Jetzt ist es goldfarben. Was kann das nur sein? Oh, es ist ein Schloss. Jetzt wissen alle Bescheid. Hurra! Die Maschine macht heute Schlösser. Na klar. Wir spielen das Bilderwirrwarr-Spiel. Wer möchte gerne? Na los, Hippa. Was ist das? Was ist das für ein Bild? Ich weiß es auch nicht. Und was ist jetzt auf dem Bild zu sehen? Aha, es ist eine Banane. Welcher Teil des Bildes fehlt noch? Das ist aber eine komische Banane. Weiter geht's. Jetzt stimmt das Bild. Die Banane sieht aber lecker aus. Gut gemacht, Hippa. Gut gemacht, alle zusammen. Schau mal, ein blauer Ball. Wer hat Lust auf ein Bilderrätsel?
Welches Bild siehst du dort auf dem Ball? Ich weiß es auch nicht. Weißt du vielleicht, was es ist? Ich glaube, Hippa weiß es. Nein? Gut, weiter geht's, Sophie. Welches Bild siehst du auf dem Ball? Weißt du schon, was es ist? Genau, ein Eimer und eine Schippe. Gut gemacht, Sophie. Schau mal, das Maschinenspiel. Was wohl heute aus der Maschine kommt? Wer möchte spielen? Na los, Wauwau. Was ist das für eine Form? Was kann das sein? Weißt du vielleicht, was es ist? Nein? Weiter geht's. Hey, jetzt ist es rosafarben. Was ist das bloß? Aha, es ist eine Geburtstagstorte. Jetzt wissen alle Bescheid. Hurra! Die Maschine macht heute Geburtstagstorten. Wer möchte das Geräuschespiel spielen? Wow, wow! Los geht's! Was macht dieses Geräusch? Gut, eine Trompete macht dieses Geräusch. Und was macht dieses Geräusch? Nein, Becken machen dieses Geräusch. Richtig geraten, das Geräusch kommt von einer Harfe. Komm, Wauwau, lass uns tanzen zur Geräuschespielmusik. Ja, sehr schön. Thank you.
Lasst uns das Drei-Gleiche-Spiel spielen. Sophie möchte gerne. Wunderbar. Ein Pullover. Eine Hose. Ein Pullover und eine Hose. Beides ist etwas zum Anziehen. Für drei Gleiche suchen wir also noch etwas zum Anziehen. Eine Erdbeere. Nein, eine Erdbeere kann man nicht anziehen. Versuch's nochmal, Sophie. Ein Bleistift vielleicht. Natürlich nicht. Einen Bleistift kann man auch nicht anziehen. Was suchen wir denn dann? Ein Schuh? Ein Pullover? Eine Hose? Ein Schuh. Einen Schuh kann man auch anziehen. Ja, die drei passen zusammen. Alle drei kann man anziehen. Gut gemacht. Wir spielen Rate mal, wo ich war. Wer möchte gerne? Lasst uns raten, wo Hippa gewesen ist. Hippa? Hippa! Ach, da bist du ja. Hippa trägt einen Strohhut auf dem Kopf und hat einen Korb mitgebracht. Also, wo war Hippa? In der Badewanne? Hat Hippa gebadet? Mit einem Strohhut und einem Korb? Im Schlafzimmer? War Hippa im Schlafzimmer? Nein. Wo warst du denn dann, Hippa? Hey, Hippa, hast du gepicknickt? Ja, gut gemacht. Schau mal, das Bilderwirrwarr-Spiel. Wer möchte gerne? Na los, Hippa. Was ist das? Was ist das für ein Bild? Ich weiß es auch nicht. Und was ist jetzt auf dem Bild zu sehen? Aha, es ist eine Glühbirne. Welcher Teil des Bildes fehlt noch? Das ist aber eine komische Glühbirne. Mm-mm.
weiter geht's. Jetzt ist das Bild vollständig. So eine schöne Glühbirne. Gut gemacht, Hippa. Gut gemacht, alle zusammen. Schau mal, das Farbspiel. Wir müssen herausfinden, welche Farbe die Sonne hat. Wer möchte gerne? Sophie. Los geht's, Sophie. Rosa? Eine rosafarbene Sonne? Nein, das ist nicht richtig. Grün? Nein, grün passt auch nicht. Gelb? Ja, die Sonne ist gelb. Gut gemacht, Sophie. Das ist richtig. Das war toll. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und euch? Das war's für heute. Tschüss, liebe Freunde.